Das erste Update 2017 ist da und es ist besser, als man auf den ersten Blick vermuten möchte. Damit geht's weiter aus der Welt von Pokémon Go. Also, gestern Nacht hat Niantic auf ihrem Blog einen Beitrag veröffentlicht. Ich kann jedoch nur sagen, es gibt mehr, als in diesem Beitrag erwähnt wird. Und zwar neue Moves der zweiten Generation, neue Steine der zweiten Generation, etwas bezüglich Shiny-Pokémon und mehr, aber ich möchte zuerst mal den Beitrag in voller Gänze zeigen. Ich war am Anfang ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil da nicht allzu viel geschrieben stand, aber okay, Version 0.53.1 für Android und 1.23.1 für iOS-Geräte. Drei Punkte, aktualisierte Apple Watch zum Anzeigen von Eiern, die am Pokéstops bekommen wurden, das heißt, ja, das sieht man das dann auch auf der Apple Watch. Dann Nummer 2, abgeänderte Streckenortung für bessere Kompensation des GPS-Drift-Fehlers. Und Nummer 3, kleinere Textkorrekturen. Ja, was bedeutet der zweite Punkt bezüglich GPS-Drift? Beziehungsweise, was ist das denn überhaupt? Das haben Leute kennen das bestimmt, die schlechten GPS-Empfang haben zu Hause, so wie zum Beispiel ich. Da lässt man das Handy ruhig irgendwo an Ort und Stelle liegen und plötzlich bewegt sich der Charakter von alleine. Manchmal artet das in einem richtigen Driften aus, sodass der Charakter plötzlich 300 Meter wegläuft. Dann kommt die Nachricht, du bewegst dich zu schnell, ich bin Mitfahrer und dann bekommt man sowieso keine Gutschrift. Jetzt weiß man nicht ganz genau, was das bedeutet. Auf jeden Fall werden sie wahrscheinlich das System ändern, wie die Kilometer bemessen werden. Aktuell ist es so, alle 4 Minuten aktualisiert sich die Kilometeranzeige des Buddies und der Eier. Und in diesen 4 Minuten wird mehrmals pro Minute die aktuelle GPS-Position genommen, so alle 20 Sekunden in etwa. Das heißt, man bewegt sich ein bisschen, dann GPS-Messung, 20 Sekunden später GPS-Messung und das so oft, bis 4 Minuten rum sind. Danach berechnet Niantic über diese Daten eben die zurückgelegte Distanz und wenn zum Beispiel zwischen 2 mal 20 Sekunden eine zu große Distanz liegt, dass da, ich weiß nicht, dass man mit 100 km/h davon ausgehen kann, dass man so schnell war, dann kann es sein, dass Niantic zum Beispiel den Großteil der gesamten Distanz nicht zählt, weil es ja unfair war, weil man ja schnell gefahren ist mit einem Auto. Aber wie gesagt, manchmal kommt sowas auch aufgrund des GPS-Drifts zustande. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob damit gemeint ist, wenn man aus Versehen driftet, dass man dann trotzdem ein bisschen was bekommt von den fair gelaufenen Kilometern oder ob das bedeutet, dass man allgemein zum Beispiel nicht mehr so häufig driftet oder wenn es passiert, dass man dann gar nichts bekommt. Weil ich kenne Leute, die haben ihr Handy zum Beispiel immer geöffnet auf der Arbeit und bekommen 5 Kilometer pro Tag, einfach weil ihr Charakter automatisch von links nach rechts und von oben nach unten läuft. So, bei mir macht es pro Tag, sollte ich wirklich mein Handy geöffnet haben, ich habe es mal probiert, so 500 Meter aus, also ist nicht allzu krass. Bei mir kommt eher einfach nur die Meldung GPS nicht gefunden, als dass mein Charakter großartig rumlaufen würde. So viel mal zu diesem Teil des Updates. Aber jetzt wird es interessant. Der Silph Road, die haben mal wieder das File auseinandergenommen und im Quelltext ein bisschen gesucht. Und da wurden einige Dinge gefunden. Nummer 1, 38 neue Moves. Einige Quick Moves, einige Charge Moves. Und da schreiben sie auch, bisher war der Transform Move von Ditto der einzige neue, der hinzugefügt wurde im gesamten Spiel. Und jetzt eben zusätzlich. Das heißt, Generation 2 kommt schon immer näher, denn die Grafiken, das wissen wir ja auch, die Pokémon-Grafiken, die können alle jetzt direkt vom Server geladen werden. Das heißt, die könnten dann irgendwann schon, wenn sie wollen würden, den Hebel einfach umlegen, sage ich jetzt mal. Eine weitere Sache, die dann noch auf der To-Do-Liste für Generation 2 stand, waren die Items, um diverse Pokémon zu entwickeln. Denn wer die Generation 2 gespielt hat, der weiß zum Beispiel, dass man einen Onix nicht einfach so zu einem Stalos entwickeln kann. Die Liste von oben nach unten, also das ist der Sonnenstein, zum Beispiel für Duflor zu Blubella. Dann der Kingstein, der heißt einfach so, Kingstein, auch auf Deutsch. Da kann man ein Quapuzzi zu einem Quaxo machen. Für Evoli
Zu Psiana Nachtare gibt es nichts. Das hängt einfach nur mit Tag und Nacht zusammen. Das heißt, das könnte man eigentlich schon im Spiel so umsetzen. Für das erwähnte Onyx zu Stalos gibt es Metallmantel. Und dann die Drachenhaut, die war von Seemon zu Cedra King, wenn mich nicht alles täuscht. Upgrade dann von Porygon zu Porygon 2. Das wird übrigens ein richtig starkes Pokémon dann in der Generation 2. Genau, und wenn mich nicht alles täuscht, dürften das dann auch alle Items sein, die wir noch benötigen würden. Bekommt man vielleicht bei Pokéstops dann oder so, keine Ahnung. Allerdings will ich da dazu sagen, im Quelltext gibt es noch keine Grafiken dafür und die müssten rein theoretisch mit einem Update nachgeliefert werden, weil man die nicht einfach so vom Server laden kann. Oder es ist wie bei den Geschenken, wer das Update nicht durchführt, der hat dann einfach keine Grafiken bei den Shop-Items. Aber so viel mal dazu. Dann noch eine Sache und eigentlich die zweite Generation ist richtig kompliziert, vor allem viel komplizierter als die erste. Nämlich Incognito. Das ist ein Pokémon, welches aussieht wie das Alphabet. Und dieses Pokémon gibt es eben von A bis Z mit Fragezeichen und Rufzeichen. Das heißt, das sind schon mal einige Pokémon. Niemand weiß, wie die dann implementiert werden. Ob man dann in der Wildnis einfach ABC sozusagen findet. Auf Englisch heißen die übrigens Unown. Also statt Unknown mit einem K einfach, genau. Und Incognito auf Deutsch statt Incognito. Ja, und da gibt es jetzt eben die Variablen für diese Formen. Unown A, B, C bis Z und so weiter und so fort. Dann ein weiterer Punkt, es gibt wohl demnächst sowas wie News im Spiel. So eine eigene Sektion und das wird dann wohl ein eigener Menüpunkt im Hauptmenü. Genau, und sowas fehlt auch, ganz ehrlich, weil diese ganzen News, das ist echt, wenn man keine Videos schaut, wenn man keine Artikel liest, wenn man nicht auf Twitter aktiv ist und so weiter, dann bekommt man ja eigentlich nichts mit. Ab und zu ploppt irgendwann mal, 5 Tage nach Start des Halloween-Events, so eine Meldung auf. Liebe Spieler, wir feiern jetzt Halloween. Ja toll, das war vor 5 Tagen, warum erfahre ich das erst jetzt? Und da werden wohl irgendwie ein paar News zu Events etc. erscheinen. Dann gibt es sogar noch mehr Avatar-Anpassungsmöglichkeiten. 3 Stück an der Zahl, nämlich Gürtel, Sonnenbrille, also nicht nur Sonnenbrille, sondern Brillen im Allgemeinen und Halsketten. Jetzt gab es in den letzten Updates so viele im Code gefundene neue Referenzen für den Charakter, aber ich muss sagen, ich sehe noch keine neuen Items, also die könnten da auch mal wieder irgendwas veröffentlichen und das will ich nur dazu sagen, nur weil man das im Code gefunden hat, heißt das eben, wie man sehen kann, noch nicht, dass das auch demnächst live gehen wird. Dann nächster Punkt, der betrifft wieder Shiny Pokémon und Geschlechter. Nichts Spezifisches, aber da gibt es wieder mehr Quelltext dazu und in diesem Atemzug möchte ich auch sagen, dass man seine Pikachu und Raichu mal checken kann, denn anhand des Schweifs erkennt man jetzt, also das hat sich, wurde ja schon mal geändert, aber jetzt sieht man hier nochmal und es gibt schon beide, männlich oder weiblich. So ein herzförmiger, runder Schweif, der bedeutet weiblich. Und der letzte interessante Punkt dann noch, der betrifft den Radius von Arenen. Was genau das ist, wird sich zeigen, aber definitiv eine Verbesserung und keine Verschlechterung, denn schlechter geht's ja nicht. Dieser GPS-Drift, während man gerade in einem Arena-Kampf ist und dann Fehlermeldungen und so. Ich stelle mir einfach vor, dass wenn man kämpft, dass vielleicht irgendwie der Arena-Radius da ein bisschen großzügiger ist und man dann auch mal 3 Meter weit wegdriften kann. Genau, das war's mal bezüglich der Dinge, die im Code gefunden worden sind. Also, zusammengefasst möchte ich mal sagen, um den Hype vielleicht ein bisschen einzudämmen. Ich glaube, zum aktuellen Zeitpunkt ist trotzdem noch immer nicht alles ready, um zum Beispiel die komplette Generation 2 jetzt einfach so zu veröffentlichen. Eventuell für einzelne Pokémon, wie zum Beispiel die Entwicklungen mit Sonnenstein und Kokage, aber nicht sofort für alles, denn naja, wie gesagt, es fehlen zum Beispiel die Grafiken für diese Items, das heißt, das wäre dann auch nicht möglich. Und ob die Animationen für die ganzen Moves dann auch schon vollkommen
geladen sind. Da gibt es ja auch Grafiken. Zum Beispiel wer mal... Bei welchem Angriff ist das? Ja, auf jeden Fall gibt es da einige Grafiken, die man da noch mitladen muss. Also wir müssen uns vielleicht noch gedulden. Ein wenig, aber... Irgendwas müsste definitiv kommen, denn die arbeiten da an was. Man sieht es anhand des Quelltexts, da sind einige Neuerungen erschienen. Genau, das stellt man sich aber vielleicht als Spiel ein bisschen einfacher vor, weil mit jeder weiteren Generation, da kommen ja echt so viele Dinge hinzu und Niantic möchte und muss wahrscheinlich auch so das alles ganz genau umsetzen. Die können nicht einfach sagen, ach egal, hier mit den Entwicklungs-Items, wir machen das einfach so, man kann Onyx ohne irgendeinen Gegenstand zu Stalos entwickeln. Dann müssen wir das nicht implementieren und uns nicht überlegen, wie kann man das machen und so. Und ach egal, Shiny Pokémon, die lassen wir auch raus, ist einfacher so. Und ach egal, das mit Incognito, das ist uns zu kompliziert, da führen wir nicht das gesamte Alphabet ein. Nö, die müssen sich da eben um alles kümmern. Und genau, deshalb dauert das wahrscheinlich seine Zeit. Aber wir wissen auf jeden Fall, und das ist gut so, dass die nicht nur auf der faulen Haut rumliegen. Obwohl man das Gefühl bekommen hat, nachdem man die ursprünglichen 3 Aufzählungspunkte in den Patch Notes gelesen hat. Na gut, für dieses Video würde ich mal sagen, war's das. Ich bedanke mich fürs Zusehen und es geht einfach beim nächsten Mal weiter.